Hey ho, hier ist euer Busy Peer und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie glücklich ich bin, dieses Video für euch aufzunehmen. Wir haben hier das absolut begehrteste Produkt dieses Jahres von der Pokémon Schwert und Schild Area. Es ist, wie ihr sehen könnt, die Ultra Premium Collection Glurak. Und vorne sehen wir das wunderschöne Glurak. Dann haben wir ein sehr geniales Design an den Seiten. Orange. Und Alter, ich habe so Lust drauf. Auf dieses Set. Hier sehen wir die wunderschönen Promos. Oh mein Gott, Leute. Ich kann es kaum erwarten. Deswegen würde ich mal sagen, wir machen das gute Stück auf. Ich hoffe, ihr habt genauso Lust drauf wie ich. Und ja, wie kann man wohl besser ins Wochenende starten, als mit so einem Opening. Und ja, wie gesagt, ich wünsche euch viel Spaß, genießt es und ich bin einfach nur glücklich, dass ich eine bekommen habe. Ja, und genau, dann machen wir das mal schön auf wieder. Es ist natürlich eine Ultra-Premium-Box, das bedeutet, sie ist magnetisch hier oben. Hier oben haben wir zwei Magneten drin, dass man die schön öffnen kann und jetzt machen wir das gute Stück auf. Hier sehr cooles Muster zu sehen. Und das wunderschöne Glurak haben wir auch hier nochmal vorhanden. Ich glaube, das ist der Druck sogar von der Playmap, die hier sich oben drauf befindet. Hier haben wir die Playmap. Und so, dann gucken wir uns erstmal die Playmap an. Auch sehr schön gehalten hier mit Pokémon-Aufdruck hier. Sieht man nur leicht im Reflexion des Lichtes. Und ja, das ist mal wirklich wunderschön gemacht, wieder mal für eine Premium Box, Ultra Premium Box. Da haben wir das gute Stück. Moment, da müsste ich mal jetzt kurz das mal zur Seite nehmen. Dann kann ich euch das mal zeigen. Wow. Wow, es sieht mega cool aus. Alles steht unter Flammen. Muss ich erstmal ein bisschen entfalten, die Playmap. Aber sieht wunderschön aus. So, dann haben wir den Aufbau, so wie bei der Celebration Ultra Premium Box. Hoppala. Warte mal, wir machen das mal anders. Ich mache das mal ein bisschen schräg. Ich habe hier keinen Platz sonst. So, dann können wir die Schuber hier rausschieben. Hier haben wir einmal die Booster drin. Die Star Marker. Und eine Coin. Auch mit dem wunderschönen Glurak drauf. Wow. Hier ist der Pokéball. Das heißt, wo sind die? Boah, nice. Es gibt auch wieder richtig schwere Würfel. Was sehr, sehr cool ist. Und rote Kartenhüllen. Sehr interessant. Gut, dass sie das Artwork jetzt nicht komplett über die ganze Karte gezogen haben, kann ich jetzt nicht so wirklich verstehen. Vielleicht haben sie was geändert an der Größe, wenn es gut läuft. Dann haben wir noch die Marker. Die sind auch aus Metall. Da. Jetzt kommt uns hier das Ding entgegen. Geht ja gar nicht. So, dann haben wir... Oh mein Gott. Hier sind die Promokarten drin. Oh mein Gott, sind die... Oh mein Gott. Gott, sehen die hübsch aus. Oh. Als ich die erste Mal gesehen habe, habe ich mich schon so gefreut auf die Promokarten. So, warte mal, erstmal eins lieben, bevor wir hier irgendwas machen. Ich habe keine Lust, dass die irgendeine Beschädigung bekommen. So, und dann gucken wir uns diese wunderschönen Promos von der Glurak-Box an. Ein absoluter Favorite ist definitiv, das werdet ihr gleich sehen. Also das ist wirklich mit Abstand einer der besten Glurak-Karten, die ich jemals gesehen habe. Kommt aber erstmal zum Schluss. Wir fangen mal mit einem, den ich, ja, der wohl gewöhnungsbedürftigste Art-Design-Stil von dem Glurak hier, VMAX, ist dieser hier. Der erinnert mich sehr stark an Gorilla. An Gorilla, an Godzilla, Mensch. Und ja, aber ist halt nichtsdestotrotz noch eine sehr, sehr schöne Karte. Der Zustand
Ist einigermaßen okay, würde ich behaupten. Ist ja meistens so bei den Promokarten, dass man Glück haben muss. Also sehr großes Glück. Ja, gut, Sandring können wir knicken. Ah, und dann haben wir hier nochmal ein Glurak, was schläft. Auch richtig cool. Und hinten haben wir sein Gegenpart. Richtig cool. Ja. Ist echt cool. Ich finde das schön. So nach dem Motto, so, die sind fertig mit dem Kämpfen und ruhen sich jetzt aus. Super cool. Und hier ist mein absoluter Favorit. Wirklich mit Abstand einer der. Das wird definitiv einer der schönsten Promokarten und begehrtesten Promokarten sein, die es gibt. Von Glurak kann ich euch jetzt schon garantieren. Wir sehen hier hinten im Hintergrund Mewtwo. Und wie der gegen den Glurak kämpft, das ist ein so geiles, dynamisches Artwork. Also, ich bin hellauf begeistert. Auch von der Farbintensität. Nicht zu überladen. Genau richtig getroffen. Das wirklich, also ich kann euch nur sagen, mir gefällt die extrem gut. Das ist meine absolute Lieblingspromokarte derzeit. Und von dem Glurak, was es gibt. Und ja, also es ist ein absoluter Traum. So. Wir haben hier einmal verlorenen Ursprung, Fusionsangriff, Fusionsangriff. Drachenwandel. Drachenwandel ist hier mit dabei. Geil. Okay, schaurige Herrschaft. Was haben wir denn hier noch drin? Hier haben wir auch nochmal ein paar Booster. Strahlende Sterne dreimal. Verlorener Ursprung. Okay. So, warte mal. Euch packe ich mal hinten hin. Aber ey, wow, ist das ein heißes Produkt. Passend zum Glurak. Ja, also das ist wirklich mega heiß. Mega schön und mega heiß. So. Und weil das so mega schön ist und mega heiß ist. Moment, nochmal die Box, aber ich glaube, ich packe sie mal kurz zur Seite, weil sonst habe ich keinen Platz zum Öffnen von den Boostern. Ja, womit fangen wir denn an? Also verlorener Ursprung ist das aktuellste. Strahlende Sterne. Drachenwandel. Ach, schade, dass die Drachenwandel nur zwei Booster drin haben. Astral Glanz dreimal, verlorener Ursprung zweimal. Ja, gut, aber. Strahlende Sterne ist auch ein super starkes Set. Astralglanz ist auch sehr beliebt. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal mit Fusionsangriff an. Was ich sagen wollte, ist, dadurch, dass es ein besonderer Moment für mich ist, ja, gönnt euch die Codes. Viel Spaß beim Öffnen. Genau, und fangen wir mal an. Fangen wir mal an. Gufa, Fusionsenergie, Kami-Haps, Legios, ein Schneckmark und ein Olgar und ein Katapultra in Holo. Haben wir das öfteren schon gesehen? Ja, hier ist halt das alternative Gengar eigentlich relativ begehrt. Und ja, schauen wir mal. Weil vielleicht heute noch eine Alternative sehen. Oh, da glitzert das ganz schön. Flottball. Skogler. Kupfanti. Voltoball. Infernopott. Ach so, ja. Man sieht ja wieder die Printlines. Die Printline des Veräppelns. Nannte man das auch. Wird sich jemals der Zustand von deutschen Karten verbessern? Schreibt das mal in die Kommentare. Glaubt ihr daran oder glaubt ihr nicht daran? Ich hoffe, es würde dem ganzen ja, TCG auch gut tun. Und genau, Shinnok, Evoli, auch ein sehr süßes Artwork. Cottini, Galamauzi, Wolli mit wieder einer absoluten Printline, also nicht Printline, aber Silvering. Silvering des Todes. So, schaurige Herrschaft, dann machen wir schaurige Herrschaft noch auf. Genau, da haben wir eine Must-Have-Karte, ist glaube ich Gala Lavados, Altart, was auch mega hübsch aussieht. Sehr viel schwarz, aber es sieht trotzdem sehr, sehr imposant aus. Und ja, Walter Friedhof, Schuppet, wir haben hier auch wieder bestimmt eine Print, Quatsch. Silvering, ja. Oh, Schimmelreiter, Kronos Bavi, sehr schön. Wenigstens ein Hit.
Den nehmen wir mit. Achso. Sorry. Habe ja gesagt, dass ich heute euch das gönne. Ach komm, wir brauchen ja den Trick jetzt nicht zum... Oh, Gänger. Das ist eigentlich ein ganz guter Teaser für das kommende Opening, was noch bald folgt. Also es werden jetzt die nächsten Tage ja doch relativ hintereinander Videos kommen, weil das halt jetzt so, ja, so gelegen ist halt. Ne? Wir haben halt einmal die Ultra Premium Box. Heute ist ja der Release, der offizielle Release, muss man ja wohl betonen, weil viele sich ja von den kleinen, ja, sagen wir mal, von den kleinen Gewerben sich nicht dran gehalten haben, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ist ja eigentlich heute der Release-Tag, aber viele, ja, können Datum nicht lesen, können nicht drauf sehen, dass da explizit draufsteht, nicht verkaufen vor dem 28. Ja, wie gesagt, viele können das nicht lesen und ich bin auch stinkend sauer gegenüber den Leuten, die früh aufgestanden sind und versucht haben, noch eine Ultra Premium Box zu bekommen. Ihr tut mir leid, sorry für euch. Und ja, dann zu hören, dass man einen Tag vorher die schon verkauft hat, dann ja, das ist echt, ich finde das absolut nicht nachvollziehbar. Und ja, aber jetzt genug Gemecker. Wir haben hier ein sehr schönes Produkt, was wir heute öffnen, beziehungsweise wobei wir jetzt gerade am Öffnen sind. Und hier haben wir nochmal ein Togepi, ein Enton, ein Mogadom. Oh, ein strahlendes Quajutsu. Sehr schön. Oh, ein Komandutan V, genau. Full Art. Okay. Nicht schlecht. Von den Randoms ist sogar der beste Hit, was wir bisher haben. Strahlende Quajutsu könnte gleich auf sein mit dem. Sehr schön. Ja, ach, Drachenwandel ist natürlich auch der Hammer. So ein schönes Set. So. Bitte sehr. Ach komm. Ihr habt es ja sowieso schon gesehen. Wir haben hier einen Koronospa, ja doch, Koronospa Rappenreiter V-Max in Gold. Und einmal ein Hisui Siniboss. Auch schön. Normale V-Karte. Auch mal gleich eingesleeved. Und ja, so. Ach, wie cool. So, denn Strahlende Sterne und dann Verlorene Ohrspur, würde ich am besten sagen. Strahlende Sterne, auch ein super schönes Set. Sehr großes Set, sehr schöne Karten drin. Eigentlich könnte man auch dazu sagen, das Glurak-Set in der Schwert- und Schild-Area. Und ja, hier gibt es halt richtig viele. Oh, fokussierter Stil, Maastricht. Den haben wir leider schon sehr oft gezogen, aber nichtsdestotrotz ist es ein Hit. Ich freue mich. Und ja, es hätte, wie gesagt, das Glurak-Set. Ich glaube, da müssten in dem Set sogar 5 Gluraks drin sein. Also ist schon echt heftig. War auch ein Kommen und Gehen von dem Preis, ob das sich erhöht oder nicht. Wir haben hier nochmal Lavados als Holokarte. Starmie, Tafelwasser-Pack. Lepomentas, den kennen wir ja auch schon aus dem Celebration-Set. Damals geöffnet haben zusammen. Ach ja, Mensch. So, was haben wir denn hier noch drin? Bidiza, Libeldra und nochmal Code für euch. So, jetzt öffnen wir zweimal Verlorener Ursprung. Also ich muss schon sagen, die Poké Company hat echt wirklich beste Leistung gemacht, wenn es darum geht, gute Sets hintereinander zu bringen. Es steht ja jetzt schon das nächste Set vor der Tür. Da haben wir morgen den Pre-Release. To go leider immer noch, aber Hauptsache wir kriegen die Pre-Release-Kits. Da wird morgen auch was kommen, könnt euch sicher sein.
Ja, und dann die nächsten Tage könnt ihr euch ja bestimmt vorstellen, was das mit dem Gänge auf sich hat. Oh, Entdeckung der Abenteurerin. Wow, cool. Die sieht ja cool aus. Die sieht echt hübsch aus. Die Karte. Die Suche der Entdeck nach bis zu 3 Pokémon wie. Zeige sie deinem Gegner und nimm sie auf deine Hand. Mische anschließend dein Deck. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Alles ist gut mit. Hoppala. Alles ist gut mit. Karten raussuchen. Ist schon gut. Ja. So. Und jetzt Drachenwandel. Nach Tara und Filinara. Bringen die uns heute noch Glück? Das wäre es jetzt. Aber aus dem Set was zu ziehen, ist wirklich sehr, sehr schwer. Gerade wenn es darum geht, die alternativen Artworks. Aber gut, okay, wir haben Hit, Gala, Zapdos und Victini. Und da ist euer Code von Drachenwandel. Viel Spaß. Ja, Mensch, haben wir doch einiges gezogen. Aber wie gesagt, das Genialste ist halt die Playmap und halt diese wunderschönen Promos, die wir uns auch gleich nochmal angucken werden. Und das war's mit den Opening. Jetzt gucken wir uns nochmal einmal zum Abschluss die schönen Promos nochmal an. Na, wie gesagt, also es erinnert mich sehr an Godzilla. Aber ich finde, die echt sind einfach richtig schön geworden, die Promos. Ja, auch sehr schönes Artwork. Also komplett am Ausruhen ist er nicht. Die haben wahrscheinlich gerade Pause gemacht zwischen ihrem Kampf. Obwohl. Ah, der hinten schläft auf jeden Fall, aber vorne ist Gluak. Speederfloor. Das ist schon echt cool. Boah, ich kann mich gar nicht satt sehen an den schönen Promos. Boah, ich glaube, die werde ich mir einrahmen und hinhängen. Ganz ehrlich, Leute, das sind so schöne Promokarten. Absolutes Meisterleistung, finde ich. Also vor allem die Karte hier. Glurak, wie ist da? Ey, das ist der Wahnsinn. Ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es so ist, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Das würde dem Channel unglaublich weiterhelfen, weiterzuwachsen. Und ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, meine Lieben. Macht's gut. Ich bin raus. Euer BCP und ciao, ciao. Und lasst gerne auch ein Like da. Also, see you.